Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier im First Playthrough von Shadow of the Erdtree. Ich bin seit letzter Ausgabe in diesem riesen Ding hier unterwegs, dem Schattenbergfried, einem potenziellen großen Legacy Dungeon. Deswegen, ich sag deswegen groß, weil wir schon einfach nur durch das Erkunden dieses kleinen Gebiets so viele Sachen freigeschaltet haben, das Wasser abgelassen und damit eine neue Ebene. Dann bin ich einen ewig langen Aufzug nach oben gefahren und das Dach, wie hieß das neue Gebiet, Probenlager zu entdecken. Und genauso gut bin ich jetzt auch am Ende der letzten Episode in den Keller gefahren. Ewig lange, oh, das ist ein Item. Ewig lange Aufzugfahrt nach unten, um hier wohl in diesen Bereich hier zu gelangen. Hier ist ja eh noch so ein unentdeckter Bereich hier auf der linken Seite und auch noch einer auf der rechten Seite. Der scheint allerdings eventuell irgendwie über eine andere Art und Weise des Schattenbergfrieds zu erkunden zu sein. Mal sehen. Aber wir gucken uns jetzt erstmal an, was hier zu finden ist. Das sieht sehr... sehr giftig aus. Alles klar, was haben wir denn hier? Oh, Marikas Rune. Das sind 80.000 Runen. Und sonst gibt's hier nichts. Wo bin ich eigentlich hergekommen? Ach, da, genau. Alles klar. Gut. Einladend. Einladend sieht das aus. Fuß des Gardobaums? Das schreibt mir dann aber eher nach einem Boss als nach einem neuen Gebiet. Das Ding da vorne. Was auch immer das ist. Eine große Vogelscheuche oder sowas. Kann man hier reinlaufen? Kann man. Kann man hier rennen? Kann man. Okay, das ist schon mal beruhigend. Also gut. kaputte Sonnenblumen. Okay. Ja, das kann er mir nicht erzählen, dass das nicht aufwacht. Ah, oh, ja. Avatar des Gardubaums. Ui. Ui, 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 ui. Oh. Oh, haben wir hier... Au. Oh, haben wir hier Ebretas? Ui. Explodierst du? Oh, bist du schwer zu treffen. Oh, oh. Ah. Oh, oh, ey. Jetzt aber. Aha. Ey. Jetzt müssen wir unmarkiert machen. Autsch! Das ist eigentlich so ein Kampf für Fernkämpfer. Ich glaube, Magie... Magie ist ja ganz lässig. Boah, bist du nervig. Ich habe ja jetzt wirklich ein paar Mal direkt vor dem Kopf gestanden und mich getroffen. Himmel. Okay. Wahrscheinlich Pyromanten machen aus dem Vieh gleich Kleinholz. Ja, das ist Nebrietas Kampf. Okay, 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 okay. Auch ein neuer Trick. Boah. Boah. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass ich den Schild oben hatte. Weil ich noch lernen muss, was hier vielleicht eher durch Rollen und... dann doch eher durch Ausweichen und so weiter. Nein? Wow, das ist wieder Feuerstoß von dem blöden Fäulnisritter. Oh, was ist das? Oh, oh Gott. Weil die Basis... oh doch, die nimmt auch ganz ordentlich Schaden. Nicht so viel wie der Kopf. Oh, lange nicht so viel wie der Kopf. Aua. Aber das ist zumindest auch eine Möglichkeit. Der Headbang, der lässt sich nicht wegblocken. Den muss man wegrollen, weil das kommt von oben und schlägt über das Schild drüber. Und alles, was dieses Vieh austeilt an diesem merkwürdigen... weil physischer Schaden ist es ja nicht, dass diese Ranken, die da aus dem Boden schießen, das muss irgendein Elementarschaden sein. Der macht auch massiv...
Bitte, aua. Es. Oh, die Verzögerung. Das sind echt. Oh. Ja, okay. Gut. Ja, aber unmarkiert, weil die Kamera dreht sonst echt. Ah, hier, ich habe ein Schild oben. Oh, das macht fast so viel Schaden, wie wenn ich einfach gar nicht blocke. Au. Headbang? Komm her. Irre. Au. Oh, wenn das Vieh nicht so schwer zu treffen wäre. Was ist das jetzt? Oh, shit. Erdenbaum. Avatar. Oh, ja. Oh. Oh. Dreier-Kombo ist auch cool. Führer-Kombo am Ende und noch so ein Ding, genau. Jetzt aber. Zack. Oh, oh. Sekiro-Finisher. Ja. Okay. Da vorne sind... Hä? Das ist wirklich Hebrietas. Sorry. Hebrietas. Died twice. Okay, dann nochmal. Wahrscheinlich hat es jetzt neue Tricks auf Lager. Ah. Ich hab nichts gesehen. Okay, zweite Phase, alles klar. Ja, dass ihr Kopf so schwer zu treffen ist, obwohl ich das Gefühl habe, oftmals direkt davor oder nah genug dran zu stehen, damit ich das Ding treffe. Und das ist ja jetzt auch nicht gerade das kleinste Zielobjekt. Kommt mir hier die Hitbox ein bisschen strange vor. Das ist wie mit dem, ja, Feuerfluss. Ey, wow. Boah, das ist immer genau im Heilprozess. Immer exakt. Ja, zweimal, dreimal. Viermal. Oh, come on. Der Damage. Ich versuche irgendwie Stellen zu finden, wo es dann quasi um sie rum sicher ist, wenn sie dann ihre Swipes macht. Oh, jetzt kommt dieser Schuss, ne? Hey, Rennen reicht nicht, wie beim... Oh, come on. Okay, das muss ich auch noch lernen. Seht ihr das? Ich stehe direkt vor dem Kopf und dann geht nach oben. Ich schlag drauf und schlag voll daneben. Wie kann denn das sein? Wirklich im letzten Moment. Oh, das ist ein schwieriges Timing, zugegeben. Da ist Zeitpunkt zum Heilen. Eigentlich zuschlagen, aber musste heilen. Oh.
Ey, wirklich. Also, ich widerspreche den Hitboxen. Und warum kann ich das nicht durchrennen? Aha. Das hat jetzt Vegeta. Aua, das auch. Aha. Der beste Angriff. Gut. Round 2. Fight. Jetzt kommt die Stampede wieder, ne? Oh, oh. Oh. Ja. Ja, Stampede. Sie huscht so zurück. Puh. Gott sei Dank sehr... Wird sehr angekündigt und macht nicht so viel Schaden, wie Ebrietas das tut. Oh, was ist das? Nein. Oh, ja. Genau, den hinter dran. Oh, der reicht gar nicht so weit. Haha. So, hier ist ein bisschen besser zu kämpfen. Weniger Bäume. Komm her. Oh. Hinten dran. Heilen. Oh. Das ist die große. Ja, heilen. Oh nein. Da macht es jetzt nicht so große Teile. So viele Schüsse, meine ich. Aha. Stampede. Jetzt kann ich heilen. Ja. Stampede. Und nochmal. Immer dreimal. Ja. Dann ist sie aber sehr weit weg. Das ist das Problem. Wow. Aha. Ah. Oh. Die Vierer-Kombo, die ist eigentlich auch gar nicht schlecht, aber... Shit. Oh, wo kam der noch her? Puh. Ah. Hohoho, knapp. Gib mir dein Gesicht. Ja, also. Meine Güte. Ah, nochmal Finisher. Himmel. Nicht unnervig. Oh, nee. Wirklich? Ah! Na, da kommt sie sehr erschöpft raus. Oh. Phase. Mhm. Okay. Dann muss ich anders wirtschaften mit meinen Flaschen. Das konnte ja keiner ahnen, dass dieses dritte Mal und dann wieder mit neuen Tricks. Da freut man sich schon, dass sie ja gar nicht mal so tanky ist und eigentlich dann zügig zu durchschauen. Und dann bei Chrome Software. Ja, nö, drei Phasen. Viel Spaß. Aber sie ist Gott sei Dank nie ganz geheilt. Das ist schon mal. Oh.
bester Moment zu heilen nach dieser Vierer-Kombo. Ah, das ist so eine Grab Attack. Guck mal. Nee, also das gehört verbessert. Jetzt habe ich wirklich durch sie durchgestochen sogar und das hat nicht getroffen. Ah, ah. Boah, jetzt bin ich zweimal getroffen worden, weil ich irgendwie reingerollt bin. Und das ist echt keine gute Runde. Jo. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich sie markiere, ob ich dann den Arm etwas höher hebe und dann schlage und dann treffe. Also das muss ich jetzt mal ausprobieren. Aber ich glaube es ja nicht, dass wenn ich den Kopf markiere, dass ich dann da häufiger... Naja, mal sehen. Aber das ist echt ein Fernkampf. Magie-Pyromant-Boss. Ich glaube, damit zerhackst du die in Sekunden. Das mag ich ja am allerwenigsten. Das kommt in... Ja, aber hier. Wie soll man das denn alles iframe? Die letzte Welle. Blocken, schlagen. Blocken. Ja, passt. Außer, dass ich keine Ausnahme hatte. Ah. Hä? Schild war oben. Vier Flaschen schon verbraucht. Oh, der Doppelhieb, jawohl. Sehr gut, dann bist du jetzt Toast. Ja, die erste Phase ist okay, bis auf die vier Schuss. Oh, wow. Kann man hier schon... Oh, come on. Falscher Moment zu heilen. Definitiv falscher Moment zu heilen. Hey! What? What? Och, jetzt gehen meine Flaschen zurück. Richtig. Nee, die musste rollen. Rennen reicht nicht. Boah. Da wird sie mit allem schneller. Ich habe jetzt die Momente, wo ich heilen kann in der ersten Phase, die sind hier gestrichen. Darf man nicht mehr. Und wieder in den Kopf bekommen, den Kopf markieren. So. Jetzt das ist der beste Angriff hier. Einfach wegblocken, draufschlagen. Auch nicht schlecht. Sei denn, man ist zu nah dran. Und man trifft nicht. Sie nimmt den Arm zurück und sagt, cool. Ich heile und dann macht sie. Lass das! Ja, es ist, die Bosse im DLC sind schneller insgesamt als alle Bosse im Hauptspiel. Und da ist dann selbst das relativ zügige Heilen von Elden Ring, wird dann doch ein bisschen träge und erinnert mich bisweilen an Dark Souls 2. Woran man sich auch echt erstmal, ach, come on, erstmal gewöhnen muss. Gibt. Oh.
Und der vierte verzögert. Aber dann kommt man hier seitlich an sie ran. Sogar richtig gut. Aua, Headbang. Und sie ist schneller als ich mit dem Heilen. Ich habe jetzt direkt nach der Animation habe ich geheilt. Das reicht nicht. Jetzt hier. Ah, es geht. Doppelhieb. Jawohl. Ich brauche schon wieder viel zu viele Flaschen. So. Erste Salve. Zweite Salve. Dritte Salve. Ja, und die vierte kommt dann direkt danach. Das geht schon. Nicht drüber. Ja. Sechs Flaschen. Okay. Das war keine gute erste Phase. Da habe ich mich schon besser angestellt. Ja, mal sehen. Wir sind ja auch immer noch ein bisschen im Lernprozess. Kann ich denn hier? Ja. Einen ersten Treffer, wenn man nah genug dran ist. Cool. Lässt sich aber auch gut wegblocken. Sie ist ja dann relativ lange weg, um Ausdauer zu regenerieren. Das ist nicht gut zum Rollen, das ist einfach nur zum Wegblocken. Au. Oh. Kommen halt die Aerial of Effects dazu. Jedes Mal, wenn sie auf den Boden schlägt, kommen diese Ranken auf. Oh. Jetzt fällt es noch mehr auf, dass man den Kopf nicht so gut trifft. Au. Ja, wieder nur noch so wenig Flaschen. Es homt so ein kleines bisschen. Nur noch eine Salve. Das ist überrascht. Da habe ich jetzt danach auch keine Chance mehr. Zögert. Der ist auf eine ganz merkwürdige Art und Weise ziemlich nervig, dieser Boss. Ich kann es ja nicht mehr erklären, warum. Wahrscheinlich hauptsächlich deswegen, weil ich oftmals halt einfach nicht treffe, obwohl ich treffen sollte, meiner Meinung nach. Und man dann da frustriert ins Leere schlägt. Weil der Schaden, den ich austeile, der ist ja vollkommen in Ordnung. Damit kann man ja wirklich arbeiten. Jetzt zur Seite. Trotzdem getroffen. Also das ist eine riesen Reichweite, die der da hat. Oh. Oh nein. Das ist echt ein fieses Timing. Oh, ich sehe nichts. Oh, ich bin da gegen den Baum gelaufen. Dankeschön. Oh, come on. Aha. Ach, zu spät geschlagen. Oder ausgewichen. Ja. Ich wechsle mal zu meiner schnelleren Waffe. Ich habe dann das Gefühl, dass ich zwar noch seltener treffe, weil die Reichweite geringer ist, aber hier ist es. Ne, wo ist es? Mein Uchi. Wahrscheinlich wird das Ding nicht bluten, aber... Oder was habe ich noch? Moment.
Skorpionstachel ist ja noch kürzer. Scharlachfäule, das wird das Vieh wahrscheinlich überhaupt nicht jucken. Claymore, blutig, das ist genau dieselbe Langsamkeit. Eisnadel. Frost. Stoßschwert. Versuchen wir. Wir versuchen's. Vielleicht trifft man ja dadurch besser als mit Swipes. Ne? Ist ja immer... Es ist sehr unnachvollziehbar, warum ich hier nicht treffe mit meinem Drachengroßschwert. Drachengroßkatana meine ich. Vielleicht ist das jetzt einfach so der absolute Gamechanger. Verkehrt. Kann ich? Danke. Bester Angriff. Zweimal Ausweichrollen. Hin. Zack. Ah. Das hier habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, wann man hier, wo man da sicher ist. Ja, das kann ich jetzt. Okay. Wenn man nur gerade keinen Baum hat, gegen den man läuft. Und jetzt zur Seite. Oh. Hab dich gefrostet. Jetzt machen wir ein Safety hier. Jawohl, das ist jetzt mein Finisher. Es... Also geht mit der Waffe gut. Auch wenn ich kein Fan von diesem Poker bin, aber das funktioniert hier gerade ganz gut. 11 Flaschen noch. Zweite ärgerliche Phase. Ich habe noch nicht mal die dritte richtig gelernt und die zweite nervt mich schon. Nichts Fernkampfiges. Ja. Ach, da kommt dieser Hieb noch hinten dran. Neuerdings. Oh, that hurt, huh? Da kann ich mir jetzt sogar einen Heal erlauben. Ach, der Hieb noch. Genau, der letzte. Ich war noch im Schlag drin. Ich war zu gierig. Ist okay. Ja, der Überkopfschlag. Ich weiß. Verdammt. Da kann man dann danach richtig gut drauf dreschen. Ja, zu nah dran ist ein bisschen schwierig dann zu timen. Yes. Yes. Okay. Ich mach, glaub, nee, Safety Heal noch nicht. Oh. Hm, ich weiß nicht. 6 Flaschen. Ah, ich habe ein bisschen durch den Finisher ein bisschen Leben zurückbekommen. Durch meinen Talisman. Gut. Ja. Okay, wechsel in die dritte, weit weg von ihr, damit ich hier den Erschöpfungszustand für mich nutzen kann. Anstatt zu heilen, draufdresche. Ach komm. Den habe ich nicht erwischt. Ärgerlich. Aber dann dafür den hier. Oh, das heißt, ich stehe noch im Range drin. Ah. Oh, sie weicht zurück.
zwei Flaschen noch. Make it count. Da sind Strähler, die auch noch treffen. Nicht nur diese Explosion, alles klar. Ein Poke und Schlag. So viel schwerer ist die dritte Phase gar nicht. Yes, jetzt haben wir... Oh. Na danke. Dreimal explodiert. Jetzt bleib aber liegen, bitte. Nicht ein viertes Mal. Oh. Mikellas große Rune? What? Ein in den Skadobaum gehauenes Echo des Skadobaum-Avatars. Der Skadobaum ist der Schatten des Erdenbaums, aus düsteren Fantasien geboren, die keiner Ordnung gehorchen, die ihn verdrehen und verbiegen, ihn gebrechlich machen. Das Handbuch Goldfett und Goldfett mit Kordel. Eine große, von Mikella aufgegebene Rune. Obwohl sie zerbrochen und ihres Reichtums beraubt ist, birgt sie immer noch die Kraft, Verzauberungen zu widerstehen. Mikella machte sich auf den Weg zum im Schatten liegenden Turm und ließ alles hinter sich. Sein güldenes Fleisch, seine bleibende, blendende Stärke, selbst sein Schicksal. Alles nur, um die wahre Sünde zu begraben, um das große Ganze anzunehmen und als Gott neugeboren zu werden. Verzauberungen zu widerstehen. Das merken wir uns mal. Sonst, ich habe 260.000 Runen bekommen. Sonst sieht es mir nicht aus, als ob hier irgendwas passiert sei. Noch. Okay, wie viel brauche ich für einen Level-Up? Mittlerweile 274.000. Das heißt noch 14.000. Das ist ja jetzt wohl bestimmt machbar. 30. Nehmen wir die da. Gönnen uns eine Level-Up. Stufenaufstieg. Und wechseln wieder zu meinem geliebten Drachengroßkatana. Drachenjäger-Großkatana. Und ab in den in die Tafelrundfeste, um mal die Erinnerung bei der Fingerlady anzuschauen. Ich weiß es nicht, wird wahrscheinlich nicht so sexy sein, was die Blume hier einem gibt. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Wahrscheinlich wieder irgendwas glauben oder arkanmäßiges. So viel heiligen Zauber, die die da von sich gegeben hat. Sandenschottenblumenblüte. Glaube, 25, was sage ich? Der Kopf einer monströsen Schatten-Sonnenblumen-Manifestation. Hey, das ist ein schönes Galgenmännchen-Wort. Des Skadobaums. Es könnte aber auch nur als Waffe geführte Blume sein. Wie auch beim Skadobaum windet sich eine zweite Ranke eng um die erste, als würden sie sich innig umarmen. Anrufung von den Avataren des Skadobaums. Er schafft einen Hagel goldener Geschosse, die nach einer kurzen Verzögerung auf die Gegner abgefeuert werden. Ja, war nicht so lustig, das abzubekommen. Echt nicht. Okay. Mm. Wisst ihr was? Ich fahre jetzt hier mit dem Aufzug wieder nach oben, damit ich so wieder ein bisschen zurückrufen kann in Erinnerung, wo wir aufgehört haben, wo wir weitermachen können in diesem Dungeon. Das war zwar eine lange Fahrt, aber die müssen wir uns jetzt antun. Hi Marika. Wisst ihr was, wo ich froh bin, dass es so ein Boss ist, dass der keine Hilfe gerufen hat. Das wäre mir so ein klassischer Boss gewesen, der dann irgendwie so dann sagt, okay, jetzt rufe ich noch irgendwas, was zu dem nervt, was ich so mache. Da kommen dann die Ranken aus dem Boden geschossen und von allen Seiten wirst du dann auch noch angegriffen. Ich hätte denen echt zugemutet. Aber glücklicherweise waren drei oder sagen wir zwei überraschende Zusatzphasen der Gag genug. Aber die Kopf-Hitbox ausbaufähig. Dieses Schwert, ich liebe es, das ist so cool designt. Das sieht so schick aus. Ah.
So, wo waren wir denn hier stehen geblieben? Es gab diesen Ort der Gnade. Habe ich den eigentlich schon aktiviert gehabt? Also hier oben war eine Sackgasse. Genau, hier sind jetzt dann. Da war so ein Innenbereich. Das ist das, wo jetzt diese potenziellen Erdbaumwürmer aus dem Boden schießen. Weil einer hat sich ja da immer im Wasser rumgetummelt und da Willi Walli gemacht. Und hier ist genau, da ist der. Wo ist er? Wo ist er? Der. Oder lebt er nicht mehr? Ist das ein einmaliger Boss gewesen oder Gegner? Sehr schön. Dieser Feuersoldat, der plötzlich doppelt so stark war wie die anderen. Der bleibt tot. Auch oh, bin ich froh. Uiuiui. Okay. Dann erkunden wir weiter jetzt mal hier unten. Wo es ein kleines Feuchtigkeitsproblem gibt. Schattensonnenblume, ja. Wenig hilfreich, die Karte hier. Oh Gott. Wo bin ich eigentlich hergekommen? Das ist echt schwierig zu sagen. Oh, crap. Aber hier sind auch Items. Also insofern. Oh Gott, hier ist noch ein Gebäude. Ah! Das ist jetzt praktisch, dass ich das jetzt hier gefunden habe. Das hilft. Das hilft. Okay, jetzt kann ich. Wo ist das? Hier unten im Süden. Okay. Alles klar. Jetzt kann ich mit ein bisschen System hier langlatschen. Und mich von dem Erdbaumvieh überraschen lassen, früher oder später. Ich glaube, hier bin ich runtergekommen. Oh, crap. Ich sag ja, wo die Kleinen sind, ist die Mutter oft nicht weit. Grabmeier? Oh, sie war schwanger. Oh. Ja. 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 Da bist du. Wow, du hältst was aus. Halt mal still. Oh, ouch. Doch. Doch. Ah, jetzt. Halt doch hier. Du bist ja ein Jumpy Boy heute. Ja. Oh, jetzt kommt die Explosion. Noch gleich hinten dran. Super. Was ist mit dem? Der ist ja echt auf Speed. Staggern lässt er sich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, hier in diesem Eck zu kämpfen. Rap Attack. Ja, das waren gute Treffer. Das nicht. Das werden gute Treffer. Dankeschön. Dornenmantel. Nice. Machen wir hier auf Kirk. So, wo war. Dieses Item hier. Dunkelschmiedestein 5. Ja, hier bin ich runtergekommen. Und dann bin ich hier wohl reingelaufen.
Nee, bin ich nicht. Hier sind Krabben. Das kenne ich nicht. Wow, ziemlich verwirrend hier unten. So viele Gebäude innerhalb des Gebäudes, wenn man es so nennen mag. Wer stellt denn hier solche Kirchen hin? Noch ein Gebäude. Okay, jetzt bin ich komplett raus. Wow. Kukri. Schmiedestein. Und hier ist Ende. Dann noch das andere mit den Krabben. Oh, hier liegt ja überall Zeug rum. Hey. Alright, noch einer. Okay. Wow. Und Grab. Ja. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt diesmal ihn zu staggern. Yes. Ja, und dann treffe ich die Hitbox nicht. Zögert er den Schlag eine halbe Stunde lang. Ist der jetzt nicht so tanky wie der andere? Nö. Das ging jetzt schneller. Iris der Verfinsterung. Noch eine. Sehr schön. Und jetzt habe ich mich so oft im Kreis gedreht, dass ich wieder die Orientierung verloren habe. Das ist jetzt... der Raum mit den Krabben, wenn man da irgendwie reinkommt. Kommt man? Mhm. Da liegt was. Schon gesehen. Einfach mal häufiger die Weapon Art einsetzen, die ist so mächtig. Oh, ein super Ersatz zu meinem Bluthundreißzahn tatsächlich. Also, ich habe echt eine neue Lieblingswaffe. Hier los, ey. Bäh. Schattenreich-Rune. Gut. Alles klar. Okay, dann ist das Gebäude jetzt auch erledigt. Dann können wir hier draußen rechts, da wo der Erdbaum-Avatar war, noch ein bisschen weiter gucken. Hier an der Wand entlang. Na. Ich hoffe jetzt nicht, dass da noch irgendwo ein Dritter aus dem Boden kommt. Ich habe nur noch eine Heilflasche. Okay. Ja. Sieht gut aus. Da sind wir voll. Ja, nee, da war der Feuer. Ritter mit seiner untoten Legion. Und hier ist. Dann haben wir hier unten alles, ne? Seems like.
Was wir dann tun können, ist von hier oben runterfahren und von dort aus dann den nächsten Teil des Gebiets zu erkunden. Es ist schwer, das hier alles beisammen zu behalten, weil es echt extrem vertikal ist mit unglaublich vielen Aufzügen und es wurde ja echt nicht besser durch, wo ist denn der Schalter hier, durch das Ablassen des Wassers, dass dann quasi noch ein weiteres Stockwerk dazugekommen ist. Und da bin ich auch mal gespannt hier. Uiuiui. Sieht so ein bisschen aus wie das große Archiv des Herzogs. Kein Souls-like ohne eine große Bibliothek, ne? Die war auch sehr lang, die Aufzugfahrt. Da habe ich auch echt gedacht, wie hoch ist der Schattenbergfried. Aber guck mal, wir haben jetzt echt ziemlich viel Zeit verbracht und haben im Grunde nur diesen Bereich hier erkundet. Das hier ist ja echt noch diese Probenhalle, Probenlager und dann alles das hier noch. Und probably sollte ich vielleicht auch mal schauen, ob ich hier von vorne reinkommen. Ich glaube, das wäre fast das Logischste, das jetzt mal zu versuchen, wenn ich jetzt hier gleich sehe, dass ich im Kreis laufe. Ich habe ja hier den Kreis noch nicht geschlossen. Boah, jo. Das ist gemein. Diese Feuerbälle, die sehr schnell gecastet werden und dann auch noch sehr schnell angeflogen kommen. Und dann, wenn man keine Ausdauer hat, können die sehr schnell Kleinholz aus einem machen. Verkohltes Kleinholz. Nee, wir haben den Kreis geschlossen. Okay. Dann fahren wir mal hier an diese Stelle und reisen durch das. Was habt ihr eigentlich noch zu sagen? I must profess, the spell mattered little. Uphold his covenant, Mikela shall, and in godhood redeem our rueful clan. Then Marika and vilest Erdtree both will at last be from divinity wrenched. And surely, I contented I will be. But first, clear resounds the call of vengeance, the Impaler. Mesmer must pay his due in vengeance for the flames. My blade I wield. How could I allow myself to forget? Revenge alone assures me peace of mind. Think not to hinder me upon my path, lest you too wish to face the reckoning. Ihr beide seid euch scheinbar jetzt nicht so grün, ne? Also ihr habt unterschiedliche Ansichten. Hello. Did you feel it? Mikela the Kind's enchantment appears to have broken. But while my devotion to kindly Mikela remains unchanged, by my troth I am not so sure about the others. No, wait. Perhaps this is a blessing in disguise. I can wield my sword to cull the undeserving, those unfit to bask in tender Mikela's presence. I should have thought of this earlier. Right. It's time to begin ferreting out those of us who don't deserve to be. Da vorne steht einer. Thiolier. It's true. His devotion to St. Trina is plain to see. I fear his vows to Mikela the Kind. Oh, dann kann schon die Questlinien in unterschiedliche Richtungen führen. Reason, Thiolier is incapable of betrayal. St. Trina's love for kind Mikela is boundless. She is, after all, his other half. Or perhaps her feelings go beyond even that. Even if she was left behind, I doubt her heart would waver. Right. It's time those of us. Nee, ich werde nicht beide vorschlagen. Okay, das Erkunden dieses Lagers da vorne könnte ein bisschen knifflig werden, wenn ich hier
das Ofengesicht sehe. Deswegen werde ich hier einfach mal so kreuz und quer schnell durchreiten und gucken, ob ich irgendwas auf dem Weg finde, was man mitnehmen kann. Oh. Dich hatten wir schon bezwungen. Du bist nicht so schlimm. Ach, da ist noch einer. Okay. Da habe ich schon was gesehen hier. Skadobaufragment. Ja, das ist doch schon ein toller Fund. Hi. Gibt's hier irgendwas? Weil wenn der anfängt hier, dann ist Schicht im Schacht. Macht nicht so viel Spaß dann. Ich reite nur, schau, ob es hier irgendwelche Shinies oder Items gibt. Oder Truhen oder irgendwas. Weil der legt jetzt euer ganzes Lager in Schutt und Asche. Sorry. Kreuz und quer. Stock und Stein. Da oben ist was. Ja. Messen wir Feuerfett mit Kordel. Sorry. Nein? Da oben ist noch was im Zelt, ich sehe es. Aber wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Schattenreichrune. Cool. Vielleicht hier noch gucken. Oh. Ja, Truhen sind halt leicht zu übersehen, weil die sich so schön in die Umgebung einfügen. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, ich habe alles gefunden. Oh, da oben ist noch... Ah, das ist auch wieder so eine Möglichkeit, den Pot dann kaputt zu machen. So wie ich herausgefunden habe, wie das geht. Weil das hoch genug ist, dass man ihn da irgendwas oben reinwerfen kann, um ihn zu löschen. Hi, Parfümeure. Ich bin wieder weg. So, ui. Da ist einer, der kaputt ist. Ah, Items. Ey, das sind bestimmt Ofengesichter. Die brauche ich. Danke. Notiz des Ofenbesitzers. Tipp. Das ist ein Tipp. Ich gehe mal kurz irgendwo hin, wo es ruhig ist. Es ist ruhig. Okay. Inventar. Eine Nachricht, die vermutlich vom Inhaber eines Ofens hinterlassen wurde, in der Ermahnung bezüglich der ordnungsgemäßen Nutzung der Schmiede. Feuertöpfe fernhalten, wenn der Golemofen brennt. Und ich will um Himmels Willen keine Töpfe sehen, die flammende Wirbelwinde erzeugen. Wir haben ja schon sowas grob gedacht. Und dann habe ich einen einzigen Feuertopf gehabt und habe ihn nicht reinwerfen können, weil ich zu doof war zum Zielen. Und ich brauche für die Herstellung von diesen Dingern Ofengesichter. Dafür habe ich jetzt wieder zwei gesammelt. Also, das wissenschaftliche Experiment ist noch nicht fertig. Das kriegen wir schon noch hin. So, der Vordereingang zum Schattenbergfried. Mit einem Ort der Gnade. Ich habe sowas vermutet und gehofft. Und hier können wir dann einen super Break setzen für die nächste Folge, wo wir dann den Rest des Bergfrieds erkunden und vielleicht einen Zugang finden, obwohl ich mir den da erwartet hätte, weil das hier so nah dran angrenzt, in diesen Bereich zu kommen für die zweite Fingerruine. Schauen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Ich würde mich sehr über einen Daumen von euch freuen, wenn es euch gefallen hat. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal hier in Shadow of the Erdtree. Bye bye und macht's gut.